Und damit herzlich willkommen zu meiner Ausgabe vom Troubletown Adventskalender. Ja, vielleicht hat es auf meinem Kanal noch nicht jeder mitbekommen. Die Playlist ist ja schon seit dem 1. Dezember verlinkt, aber wir haben uns in Troubletown zusammengetan, haben einen Adventskalender gegründet und heute, am heutigen Tag, ist es soweit und ihr werdet ein Türchen von mir zu sehen bekommen. Ja, ich habe überlegt, ich habe spekuliert, ich habe Ideen gehabt, ich habe viele Ideen gehabt. Letzteres habe ich mich aber entschieden, die Ideen, die ich so hatte, sind vielleicht nicht für den heutigen Tag so unheimlich toll geeignet. Deswegen dachte ich mir, hey, heute ist Nikolaustag und was würde da nicht besser passen als Santa's Rampage? Ja, Santa Claus ist natürlich nicht das gleiche wie bei uns und Nikolaus, aber es hat doch alles ein bisschen Ähnlichkeiten. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Das Spiel ist auf Steam erhältlich, kostet 2 oder noch was oder so. Ist nicht viel. Und wir starten halt einfach mal und gucken, was man hier bei Santa's Rampage denn so erlebt. Okay, Name, Yula Trin. Age 64? Nein, definitiv nicht. Occupation oder was das immer für ein Wort sein soll. Junior Executive Janitor? Ich habe keine Ahnung. Brief. A tragic event has unfolded at this workshop, but... Ich lese schon wieder Schwachsinn, der gar nicht dasteht. Must in no way deter you from... Ich bin schlecht in Englisch geworden. Performing your duties in a manner befitting the company's reputation. Your work here entails cleaning up the horrific aftermath of Mr. Claus. Breakdown. Please conduct yourself. Also auf Deutsch gesagt, wir müssen einfach nur aufräumen. Ja, der liebe Santa Claus ist ausgetickt. So könnte man das sagen. Liebe Santa Claus ist ausgetickt und hat hier, ziemlich verunstaltet. Wir sehen hier Leichen. Wir können hier putzen. Putz, putz, putz. Haben wir jetzt wieder Dreck hingemacht? Wir machen wieder Dreck hin. Nein! Hier ist sauber. Aber ich will es doch. Aber ich will das doch. Der ist ja dreckig. Warum ist der jetzt dreckig? Oh oh. Ich glaube, wir brauchen Wasser oder so. Wir brauchen Wasser. Jetzt kriegen wir Wasser. Hands off. Ja, schön. Wir brauchen Wasser. Das ist voll dreckig. Jetzt kriegen wir Wasser. Oh, 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 oh. Ne. Oh, eine Waffe. Ja, der liebe Santa Claus ist ausgetickt und wir sollten jetzt theoretisch. Was ist das denn? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich pack's mal weg. Der ist ausgetickt und der hat alle getötet. Und jetzt ist hier... Dreck. Das ist ein Geschenk. Nice. Aber ich will... Gibt's hier irgendwo Wasser, dass ich mir... Dass ich mein Ding sauber machen kann? Wäre ganz toll. Wow. Uah! Entschuldigung! Nee. Pack das weg. Ich muss hier durch. Ja, mach die Leiche nicht sauber. Ah, ich kann springen. Okay. Hallo? Aber ich will nur das sauber machen. Ich kann nicht sauber machen mit dem Dreck hier. Hallo, let me do it. So. Mach ich gleich hier einen auf Rampage. Hallo? Oh, das ist aber schön. Jetzt nicht mehr. Bisschen kaputt hier. Hallo? Aha. Aber das ist jetzt schlecht. Was ist hier? Conchomatic Limits Active. Activate. Moment. Mal die Hand packen. Kann ich da irgendwas machen? Activaten? Nicht? Hallo? Kann ich da nichts machen? Warum nicht? Moment mal. Moment mal. Moment mal. Exit. No. Leave. Yes. So. Jetzt müssen wir jetzt nochmal machen. Neu. Bitte. Das wäre ganz lieb. So, jetzt ist es wieder sauber. Jetzt können wir sauber. Eine Katze. Ui. Jetzt machen wir es sauber. Das wird immer dreckiger, das Ding. Oh. Die müssen wir wegmachen, die Hand abdrücken. Jetzt ist es wieder dreckig. Oder? Jetzt ist es wieder dreckig. Hallo?
Kann ich das irgendwie sauber machen? Ich kann springen? Okay, dann halt nicht. Dann müssen wir irgendwas anderes machen. Hallo? Können wir die nehmen? Okay. Was machen wir denn mit dem jetzt? Lebst du noch? Hallo? Ich habe mir überlegt, ob ich das Let's Play nicht vielleicht auf Bayerisch mache. Aber dann... Okay. Aber dann versteht mich keiner mehr. Sloshomatic. Was ist Sloshomatic? Packen wir es mal da rein. Ich? Was ist das? Ich habe einen Eimer gefunden! Okay. Hinsetzen. So. Kann ich das jetzt sauber machen? Sauber machen? Yay! Ich kann wieder putzen! Woohoo! Nice. So, wir müssen ja sauber machen. Jetzt ist das schon wieder dreckig. Okay. Das ist ganz schön viel Blut hier. Müssen wir das Ding jetzt hier mitnehmen? So, wir räumen jetzt auf. Zack. Wollen wir wirklich aufräumen? Sauber machen? So. Hier mal alles wegputzen. Bist du toll? Ja. Ich frage es. Oh, das ist ein. Ups, so ein Crime-Schild. Entschuldigung. Hallo? Kann ich das jetzt trotzdem sauber machen? Nein? Aber. Okay. Aber wollen wir wirklich sauber machen oder wollen wir nicht irgendwas anderes machen? Das ist hier die Frage. Moment. Aufmachen bitte. Oh, gibt's einen neuen Eimer. Und was machen wir mit dem alten? Was machen wir mit dem alten Eimer? Dann haben wir hier bald Eimerception oder so. Okay, wir müssen uns konzentrieren. Schaffen das jetzt. So, jetzt ist wieder sauber. So, jetzt können wir hier sauber machen. Oh, nice. Können wir hier auch sauber machen? Jetzt ist es wieder dreckig. Nein. So. So, jetzt. Na. Wir sind voll die Vollprofis hier. Boah, schau dir das an. Das haben wir schon mal sauber. Ja, ich glaube, jetzt sollten wir wieder sauber machen hier. Sauber machen. So. Wir sind echt gut. Wir hinterlassen ja eigentlich auch Fußspuren. Oh Gott, wir hinterlassen Fußspuren. Ist nicht gut. Müssen wir hier ein bisschen im Kreis laufen. Hoffnung, dass ich jetzt keine Fußspuren mehr zeichne. Gut. Nein, keine Fußspuren mehr. Sauber machen. So. Wir haben hier ziemlich viel Dreck verunstaltet. Ist nicht gut. Fängst du hier an und machst alles wieder dreckig. Aber was machen wir mit den ganzen Leichen? Oh Gott. Oh, alles wieder dreckig. Oh Gott. Was machen wir mit den ganzen... Oh, das war... Es wird nicht mal groß sauber jetzt, wenn so... Der wird nicht mal sauber. Nein, ist wieder alles dreckig. Oh, und der Eimer. Was mache ich jetzt mit dem? Hallo? Was mache ich mit dem? Oh Gott. Kann ich den hier reinpacken? Nicht? Was dann? Da reinschmeißen. So, jetzt ist er da drin. Verbrennt der jetzt? Er wird nicht verbrennen, oder? Aber wir können die Eimer da drin stapeln. Das ist schon mal gut. Komm, wir brauchen einen neuen Eimer. So. Dann können wir ja... Oh. Ja, wir fangen mit etwas Kleinem an. Wir fangen mit etwas Kleinem an. Verbrennt das jetzt? Au. Au. Macht ja Geräusche. Können wir den Eimer wieder rausnehmen? Aber die Leiche... Aber die Leiche! Was mache ich denn mit dir? Geh weg! Hier ist ein Stuhl. Ach. Was machen wir? Das brennt! Oh oh. Okay. Verschwindet der? Jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ding jetzt hier drin verbrennt. So. Wir haben auf alle Fälle neues Wasser. So, sind wieder sauber hier. Nee, das Ding mal sauber machen. Wir sollen den sauber machen, wenn das Ding selbst nicht sauber ist. Oh oh. Oh je. Ei, ei, ei. Okay, gut. Das verbrennt nicht. Was sollen wir denn da? Was sollen wir denn hier sauber machen? Wie soll das denn funktionieren? Wir machen ja alles nur noch dreckiger. Ich glaube, das ist die Krux an dem Ganzen. Dass du eigentlich gar nicht wirklich sauber machen kannst. Weil es wird ja doch wieder alles dreckig.
Aber wir schaffen das. Oder nicht? Es ist schon wieder dreckig. Das verbrannt. Das verbrannt. Okay. Dann verbrennen wir auch den Eimer, weil auch der Eimer wird verbrennt. Was habe ich denn hier kaputt? Eine Flasche? Wo kommt die denn her? Leichenteile. So. Alles hier in den Ofen. In den Kamin. Da passt alles rein. Nimm den Eimer jetzt. So. Oh, Geschenke. Was bist du denn für ein süßes Viech? Bist du ein Schreck? Oh, da ist eine Waffe. Nein, das will ich nicht. Nee, das will ich nicht verbrennen. Das nicht. So, gehen wir wieder ganz, ganz hübsch hin. So. Oh, oh. Kann mit dem was machen? Nein, wir verbrennen die Waffe auch. Die Waffe braucht keiner. Der Eimer ist wirklich verbrannt. So. Kann man die eventuell aufrichten? Fast. Also nicht ganz, aber fast. Ich will die... Warte mal. Wir schaffen das. Nein, fast. Okay. Vielleicht schaffen wir die Figur doch aufzustellen. Und fupp. Nein. Und fupp. Ah, am Boden gefallen. Und fupp. Ah, fast. Fast. So, was haben wir hier Schönes? Oh Gott, wir machen lauter Blutspuren hier. Der Raum wäre einfach zum Saubermachen. Oh. Kumpel? Oh, oh. Oh, oh. Kumpel? Ich glaube, wir räumen dich mal weg. So. Der hat... Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier alle Leichen wegräumen. So. Und hier. So. Aber wollen wir wirklich alles aufräumen hier? Ich bin mir ja nicht so sicher. So. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Stuhl. Ein Geschenk. Hallo! Nimm das Geschenk. Nimm das. So. Oh, was ist das hier? Urgent. Final Notice. Mr. Santa Claus. Dear Santa. Wo können wir das so nehmen, dass wir es schön lesen können? Steve Jobs. Okay, die haben hier Leute. TNT. Oh! Moment. 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 Oh oh. Oh oh. Wow! Das sind also wir. Oh oh. Wir machen alles kaputt. Lebe ich jetzt noch? Nein? Ich lebe noch. Kann denn mal hier jemand wegpacken? Bin ich jetzt neuer? Ich glaube, ich bin neuer. Ich bin ein neuer Mitarbeiter. Gibt es hier noch mehr so Easter Eggs, die man verbrennen kann? Wir packen jetzt mal ein Geschenk da rein. Da ist das eine blaue Spritze. Wir verbrennen alles. Das strahlt ja richtig schön. Ist ja toll. Oh, hallo. Tennisball. Nee, das war kein Tennisball. Hallo? Ist hier jemand? Eine Lampe. Oh, oh. Brennt's jetzt? Nee, okay. Ich dachte schon, ich hätte jetzt wieder hier alles kaputt gemacht und angezündet. Das wäre nicht toll gewesen. Jetzt sind noch ein bisschen zum Verbrennen. Nee, will ich nicht. Was können wir denn hier noch so verbrennen? Ich nehme hier mal einen Kopf mit. Oh, da ist eine Weihnachtsmütze. Das ist eine Weihnachtsmütze. Das ist ein Stromkabel. Kann das sein? Ist das ein Stromkabel? Einfach mal alles so ein bisschen einheizen. Zack. Komm. Vielleicht kommt irgendwas, was ganz Tolles. Das ist noch Holz, aber das können wir nicht nehmen. Ja, wir machen den Ofen jetzt ganz voll. Nein, ich habe gesagt, wir machen den Ofen jetzt ganz voll. Das wird nichts. Können wir den nehmen? Nee. Nur die Kugeln. Was können wir denn noch einheizen? Muss noch irgendwas Tolles. Was ist das hier eigentlich? Biohazard? Was ist das? Was ist das? Hallo? Keine Ahnung, was das ist. Aber wir packen es mal in den Ofen. Komm, ich bin hier drüber. Und? Oh oh. Oh oh. Ich hab Angst. Passiert ja gar nichts.
Es strahlt, aber es passiert nichts. Das ist toll, ne? Es strahlt in Verbindung mit einem Ding, das, ja, dafür berüchtigt ist, dass es strahlt. So. Kommt da noch sowas raus? Was mache ich denn mit dem jetzt? Kann ich denn vielleicht jetzt mit dem hier was machen? Aha. Ist verbrannt. Ich glaube, das Geschenk hier ist verstrahlt. Komm, wir nehmen das Geschenk mal mit. Packen es mal im Ofen. Ich glaube, das Geschenk ist verstrahlt. Und? Passiert was? Nö, nee, irgendwie nicht. Da ist was. Das ist doch das hier. Es tickt total aus. Hier? Ist es das hier vielleicht? Oder ist es die Zuckerstange? Das könnte die Zuckerstange sein. Komm, pack die Zuckerstange jetzt da rein. So. Hopp. Nicht? Okay. Ich glaube, das Spiel verarscht mich. Ist das vielleicht voll gefährlich? Ist schon wieder eine Zuckerstange. Was ist das denn? Es ist hier. Aber das ist es ja auch nicht. Kann ich da vielleicht reinflatschen? Hallo? Auch nicht? Ich verstehe es nicht. Da ist ein Kabel drin. Das Kabel vielleicht irgendwie rausreißen. Das ist jetzt auch nichts. Oh, Bücher. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hallo? Schon wieder eine Weihnachtsmütze. Aber das hat kaputt gemacht. Gehen das Kabel ein. Das geht dahin. Von dahin geht's. Geht's hier rein? Ach so, das sind nur die zwei Stromkabel. Schade, kann man nichts machen. Hallo Radio. Können Radio auch einheizen? Wow. Ja, der Sinn des Spiels. Vermutlich alles sauber machen oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Müssen wir sauber machen? Verbrennt der Radio auch mal? Danke. Musik immer auf den Geist. War hier noch irgendwo Dynamit? Ja. Hier ist noch ein TNT. Hier ist noch mehr TNT. Woo! Oh oh. Entschuldigung! Alles kaputt gemacht! Es tut mir leid! Ich lebe noch. Lebe ich noch? Nein, ich lebe nicht mehr, oder? Bin ich jetzt tot? Knapp. Knapp überlebt! Liegen die Leichenteile jetzt hier drin? Von mir? Das ist wieder ein anderer Raum. Du bist hier schon wieder runtergehauen. Moment, ich muss jetzt mal weg. Geh weg! Das Geweih. Auch mal dahin. Mal da rüber. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas Tolles? Oh. Nein! Esel! Hier ist überall Alkohol. Der war also Alkoholiker. Das ist toll. Was ist denn das? Sieht spannend aus. Wir werden es einheizen. Hallo! So. Weiß nicht, was es ist, aber wir haben es eingeheizt. Gibt es hier noch irgendwo Dynamit? Hallo? Nein, hier unten ist nichts mehr. Hm. Vielleicht ist noch was von dem Dynamit übrig geblieben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob unsere Leichenteile da noch da sind. Gucken wir gleich mal. Hallo? Ja. Tatsächlich. Wir könnten unsere eigenen Leichenteile einheizen. Aber jetzt hat sie alle Dynamitstangen weggefetzt. Jetzt ist gar keine mehr da. Schade. Das ist sehr, sehr schade. Was ist das? Eine Batterie?
Batterien einheizen ist sicher cool. Oder ist es eine Patrone? Gucken wir einfach mal. Oh oh. Passiert nichts. Es muss doch mal irgendwas passieren. Es muss doch hier noch irgendwas geben, was voll toll ist. Was irgendwie voll Kaboom macht. Kann auch nicht alles gewesen sein. Wir brauchen mehr Kaboom. Das hier macht Kaboom. Auch nicht? Macht auch nicht Kaboom. Macht das hier Kaboom? Kaboom! Nee. Da rein, das muss alles verbrennen. Können wir auch ein Bild einheizen? Nein. Ja, können wir das hier aufmachen? Auch nicht. Was ist das eigentlich hier für eine Handbewegung und warum kann man die machen? Da drin ist was. Hm. Hier schlägt die aber nicht aus. Da sehe ich irgendwie nichts. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ah, vielleicht ist das oben. Es muss hier irgendwo was geben. Es muss hier was geben. Hallo? Das gibt's doch nie. Für was ist der Radar dann da? Für was ist der dann da? Hier vielleicht? Hallo? Entschuldigung! Ich verstehe es nicht. Ich will die Lampe haben. Ich will die Lampe haben! Ach, Leute! Oh, Eimer. Können wir verbrennen. Hallo? Ich verstehe das Ding nicht. Wieso macht das so einen Höllenkrach? Und da passiert nichts. Das verstehe ich nicht. Können wir hier nochmal einen Eimer rausholen? Komm, ich muss jetzt nochmal einen Eimer holen. Wir müssen jetzt. Einmal müssen wir noch ernsthaft seriously putzen, ja. So. Wir müssen jetzt seriously putzen. Aber wollen wir das wirklich? Ich weiß es nicht. Ja, ihr merkt schon, irgendwann ist das Spiel aber auch so. Dann reicht es dann auch mal. Oh Gott, schau mal, wie wir hier. Wir machen hier nur Dreck. Wir müssen irgendwie unsere Fußspuren hier. Jetzt ist Schluss, oder? Jetzt machen wir keinen Dreck mehr. Wir dürfen nicht mehr durch Blut laufen. Nein! Sonst machen wir nur wieder ganz viel Dreck. Nein, es wird... Okay, wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Dann fällt das nämlich gar nicht auf. Wir machen das so. La 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 la. Oh, rotes Fenster, sehr schön. So, so, so ist das doch schön. So noch. Ach, so kann man nicht. Schade. Wieso kann man so nicht putzen? Warte mal. Nehmen wir mal auf. Wir brauchen nur einen Eimer. Wir machen jetzt gleich einen Eimer. Eimer in Eimer in Eimer. So. Das ist interessantes Wasser. Entschuldigung. Räumt es wenigstens auf? Nein, natürlich nicht. Aber für was kann ich so hauen? Das ist ja sowieso nichts. Warum kann ich das machen? Warum? Und wo kommt dieses Licht her? Hier kommt das Licht her. So. Das muss weg. Das muss weg. Geht nicht weg. Müssen dagegen hauen. Hallo? Okay, dann nicht. Es ist doch schon viel, viel ordentlicher. Können wir hier runterspringen? Nein, können wir natürlich nicht. Geronimo! Können wir hier reingehen? Können wir sneaken? Nein. Hm. Ja. Ohne Kerze. Hm. Ich bin mir noch nicht so... Das knistert und funkelt ja voll toll, wenn die Kerzen da drin sind. Also ich glaube, es wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Easter Egg geben, was wir hier so machen können. Aber... Ich glaube, ich komme so schnell nicht drauf. Wir können da nicht rauf auf den Tisch, ist aber schade. Wir könnten noch so eine Ragdoll verbrennen. Guck mal, hier, so eine Puppe. Vielleicht passiert da noch irgendwas. Weg mit dem Zeug. Weg mit dem Zeug. Weg mit dem Zeug. Weg mit dem Zeug. Die hier. Die ist doch hübsch. Die verbrennen wir jetzt noch. Komm. Vielleicht passiert hier noch irgendwas. Das Geschenk ist zu groß zum Verbrennen. Können wir es irgendwie aufmachen?
Können wir das da reinstecken und dann passiert irgendwas? Komm, das versuchen wir jetzt mal. Stecken wir es jetzt da rein. Nicht? Geht das nicht? Aber wieso? Igitt! Wir können Zug spielen! Tut, tut! Boah, voll der coole Zug! Sind wieder Leichenteile rausgekommen. Das ist toll, wie wir hier Zug spielen. Aber irgendwann muss die Maschine doch auch kaputt gehen, oder? Mal gucken, irgendwann muss sie ja aufhören. Der lebt nicht mehr. Ganz viel. Brauchen viel, viel mehr. Kommt auch noch was anderes raus? Jetzt stapelt sich schon. Hallo? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Außer irgendwelche Biohazard-Dinger, die kein Mensch braucht. Dachte, hier würde ein Geschenk rauskommen oder so. Ist auch noch was anderes? Von der anderen Seite vielleicht. Ich komme auch nur einmal raus. Oh oh. Lecker. Ein Herz, oder? Oh, TNT! Nein! Oh oh. Ich wollte es nicht anzünden. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Geht das Ding noch? Ja, ich glaube, es geht noch. Ich will nochmal TNT. Ich will nochmal TNT. TNT. Wir machen hier eine Überschwemmung. Na cool, wenn das ging. Komm, TNT. Nein, nicht einmal Wasser. TNT. Ach, Leute. Nein, TNT. Nein, TNT. Ich glaube, das war nur Glück, dass der TNT rauskam. Ich muss die Eimer hier schon stapeln. Das ist toll. Aber man kann die einmal auch verbrennen. Oh, TNT. Oh, TNT. Oh, TNT. Oh, TNT. In die Biohazard-Anlage. Wir sind tot. Okay. Wir haben es mal wieder nicht überlebt. Aber, was soll ich sagen? Jetzt sind wir neuer. Jetzt sind wir Juliet schon unterstrich 4. Ich mag das Spiel irgendwie. Aber ihr Lieben, ich glaube, das reicht für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es etwas seltsam war. Vielleicht habe ich euch ja mit dem Spiel ein bisschen anstecken können. Wenn ihr Easter Eggs kennt, gerne in die Kommentare. Und ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.